Hi Leute, hier ist wieder Jamers aka Chris mit Video Nummer 62 unserer Let's Play-Reihe. Und ja, was soll man sagen? Was haben wir heute zu bequatschen? Gar nicht allzu viel. Ihr wisst, sonntags sind die Videos immer etwas kürzer. Warum? Naja, es gibt nicht so viele Gerüchte. Die Leute arbeiten nicht an ihren Online-Portalen. Das heißt, wir können nicht so viele Informationen aufsaugen und ich kann die auch euch nicht hier beitreten, weil es gibt eigentlich in der Regel wenig. Viel interessanter ist einfach das Zweitliga-Geschehen heute. Gestern waren schon einige Spiele, da habe ich auch mal ein bisschen reingeguckt. Nicht ausführlich genug verfolgt, aber ein bisschen reingeguckt und auch viele Testspiele. Gladbach hat unter anderem gegen Malaga getestet, nach nur 1:0 Rückstand das Spiel noch gedreht. Augsburg war unterwegs, Leipzig, also ganz, ganz viele Vereine testen im Moment und ja, es ist dann einfach an der Zeit, dass man sich wieder mit Fußball beschäftigt. Zweite Liga steht also an. Wir haben noch, was haben wir noch? DFB-Pokal in 2 Wochen und in 3 Wochen ist schon Ligastart. Das heißt, ihr solltet so langsam versuchen, eure Mannschaft zu finden, aus dem Gröbsten rauszukommen, das heißt Minus klar zu machen. Und ich sehe es ja in den Kommentaren, einige arbeiten mit Hochdruck dran, das ist vernünftig, denn wie gesagt, wir können kurz auf Comstats mal reingucken. Nach einem großen Minustag folgt immer nur noch ein ganz kleiner Plustag. Und das hat natürlich auch gravierende Auswirkungen auf einen 32-Millionen-Mann, erinnert euch. James Rodriguez, der wird immer weiter und weiter fallen und der wird wahrscheinlich dann sich bei 20 Millionen irgendwo einpendeln und auch weitere Spieler sind davon betroffen, also selbst ein Timo Werner, der mal bei 14 war, ist jetzt noch bei 13,7 und das wird immer noch weiter runtergehen. Insgesamt also wird sich das auf alle Spieler so ein bisschen verteilen und die Leute, die zuletzt in den Fokus gerückt sind, wie in Kolo Planka, der ja, vielleicht wirklich keinen Stammplatz bekommen wird, das wird sich alles jetzt wieder in die richtigen Bahnen begeben und insgesamt wird sich das halt gerechter wieder verteilen und diese ganzen, ja, in Anführungszeichen Spinnereien, die es gab, die werden jetzt so ein bisschen wieder revidiert werden. Das heißt aber nicht, dass Spieler, die jetzt noch einen hohen Marktwert haben, wie zum Beispiel Plattenhardt, der letztes Jahr eigentlich weit, weit darunter war in der Saison, dass der das halten kann, das hoch. Ich glaube schon, dass der deutlich höher als 3 Millionen sein wird. Ob das unbedingt 4 sein muss, weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt halt so Spieler, die haben sich jetzt in den letzten 2 Jahren ordentlich etabliert in der Community und ja, die haben es sich einfach auch verdient, diesen Marktwert dann anzueignen. Überlegt mal, wie Philipp oder wo Philipp zum Beispiel stand, als der Hype losging zum Wechsel nach Borussia Dortmund. Da waren wir hier schon bei 9 Millionen angelangt. Und das ist natürlich jetzt erstmal realistisch, den irgendwo bei 6 oder so oder jetzt sogar schon nur noch bei 5 einzuordnen. Warum? Ja, keiner weiß so richtig, bekommt er jetzt die Chance? Was wird, wenn Marco Reus wieder fit ist? Die ganze Offensive mit Pulisic, Kagawa und Dembélé, wo soll da jetzt noch ein Philipp hin? Ich sehe den eher als Reus-Ersatz, aber insgesamt muss er sich auch erstmal da durchsetzen. Dann ein neuer Trainer kommt dazu. Also das, vielleicht hätte ihm das eine Jahr Freiburg noch gut getan. Aber er hat die Klasse, auf jeden Fall in so einem Verein seinen Platz zu finden. Ich bin gespannt, wann und wie und wo er das dann machen wird, auf welcher Position. Aber einfach nur im Allgemeinen möchte ich euch zeigen, auch Kramaric, der lange Zeit sich über 10 gehalten hat, das geht alles runter. Das heißt, jetzt ist die Minusphase wirklich da. Und wir sind heute bei einem Plustag. Das heißt, morgen geht es nochmal weiter runter und immer, immer weiter. Und irgendwann pendeln wir uns dann wieder bei der 1-Milliarden-Marke. Vielleicht wird das da drüber, weil sich viele neue Communities zu uns angeschlossen haben. Also uns in Anführungszeichen Communio angeschlossen haben. Und dadurch ist ein bisschen mehr Geld im Umlauf, ja. Aber trotzdem wird sich das wieder in den realistischen Bahnen einpendeln. Ja, dann hatten wir Williams gestern verkauft. Ich hatte ja schon prognostiziert, das wird wahrscheinlich noch einen Tag zu früh gewesen sein. Und so ist es auch mit 4,29 Millionen, wie man sieht. Tendenz immer noch steigend. Das kann sogar auf 4,5 noch hochgehen. Ich bin gespannt. Aber mir hat das ausgereicht. Und ihr seht es vielleicht. Ich habe jetzt nicht die 700.000, die versprochenen Plus, die ich eigentlich hätte haben sollen. Nein, mir ist mehr oder minder eine Sache aufgefallen. Nämlich, als ich mir das Video nochmal beim Bearbeiten, beziehungsweise beim Einfügen dieses Live-Tickers ist mir aufgefallen, dass ich im Communio-Blog-Bereich über Hultmann gesprochen habe und mir gedacht habe, hä, den kennst du doch gar nicht. Und im gleichen Atemzug dann gesagt habe, Moment, der ist dir jetzt zweimal aufgefallen an diesem Tag. Nämlich einmal, dass der bei unserem Transfermarkt war und im zweiten über den Bericht, das war gestern hier, was war das? Diese Positionsveränderung, diese Debatte, die wir darüber geführt haben, da hatte ich hier in der unteren Stelle nämlich über den
Wechsel von Sturm in Abwehr mit euch gesprochen. Und dann ist mir aufgefallen, ey, Moment, der ist doch bei uns am Markt. Jetzt kannst du es doch den Leuten mal zeigen, warum das vielleicht Geld einbringen kann, so eine Veränderung. Erstens, wo hat die Seite darüber gesprochen, also Communio Blog. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn die darüber sprechen, dann kaufen viele. Ja, die haben die Leute meistens gar nicht auf dem Schirm, so wie ich auch. Ich kannte den Holtmann jetzt auch erstmalig nicht. Und habe dann gesagt, okay, den kaufst du jetzt einfach für 300.000. Und der ist jetzt nicht um Millionen gestiegen oder so, aber der steigt halt im Moment. Und wenn das jetzt 40.000 nur sind, dann sind es zu 40.000. Aber ich bin nicht gezwungen, den zu verkaufen. Das war einfach unser Transfer Willems, der uns jetzt ermöglicht hat, noch mit zu kleineren Spielern zu arbeiten. Und ja, das werden wir jetzt natürlich tun. Diese 340.000 sind gut investiert, beziehungsweise wir haben nur 300.000 investiert. Mal sehen, wo die Reise hingeht. Und wenn wirklich eine Positionsveränderung in die Abwehr stattfindet, dann könnte das finanziell sich nochmal wirklich auswirken. Denn ja, Abwehrspieler sind händeringend gesucht. Und wenn der vielleicht wirklich einen Stammplatz, so also Stammplatz, naja, also wenn der eine Chance auf Minuten hat, dann geht das nochmal weiter nach oben. Und dann wäre das eine gute Investition gewesen. Und ich hoffe, das wird sich dann auch so widerspiegeln im Gewinn. Ansonsten sind wir halt nicht gezwungen, ihn zu verkaufen, das ist schon mal gut. Und wir können ihn aber auch draufsetzen, falls das Ganze eine Niete war. Und der ist ja im Moment jetzt im Sturm gesetzt. Und nach der Positionsänderung, so lange werde ich den wohl noch halten, kann man ja immer jeden Tag mal gucken, wann das wirklich der Fall ist. Gut, dann gucken wir noch ganz schnell auf den Transfermarkt. Da sehe ich Sebastian Jung. Auch der ist nicht ganz uninteressant für 430.000. Erstens Abwehrspieler. Zweitens hat er auch letztes Jahr ein paar Minuten bekommen. Und der hat ja damals, also ich sag mal, vor gut 3, 4 Jahren hat er ja Stamm gespielt in Frankfurt, ist dann nach Wolfsburg gewechselt und hat dann nie so wirklich eine Chance bekommen. Und ja, ist so ein bisschen in der Versenkung und auch in der zweiten Mannschaft versunken. Aber für 430.000 macht man da meiner Meinung nach erstmal nichts falsch. Man muss auch bedenken, ich glaube, Tresch ist, wer ist gewechselt? Schäfer hat, glaube ich, aufgehört oder Tresch ist gewechselt. Eins von beiden war hier der Fall. Also klar geht das noch nach unten, wird vielleicht auch noch was günstiger werden. Aber wer weiß, vielleicht kommt er in der Saison dann wirklich nochmal zum Einsatz. Und dann hätte man wahrscheinlich ein bisschen Knete machen können. Ja, ansonsten, Maxim, Potenzial hat der Kerl. Der hatte auch in Stuttgart immer ganz gut gespielt. Leider immer nur über die Joker-Rolle nicht hinweggekommen. Sehe ich ein bisschen noch zu teuer, weil man muss Mainz mitfinanzieren. Und Mainz weiß man nicht, wie die in die Saison kommen. Und Maxim war lange Zeit oder jahrelang eher als der Edeljoker anzusehen. Der muss jetzt die Mali-Rolle übernehmen, ob er das 1 zu 1 kann, steht auf einem anderen Blatt. Ich denke, das ist ein Risiko. Ja, es ist ein Risikotransfer, den man hier eingeht mit allen Optionen in beide Richtungen. Sowohl richtig viele Punkte kann er machen, weil der herausstechen kann in dieser Mannschaft, aber er kann auch wieder ja, in diesen alten Maxim verfallen und dann über seine Jokerrolle nicht hinwegkommen. Das kann ihm auch ganz schnell in Mainz passieren und dann hätte man mit 4 Millionen natürlich ein bisschen zu viel investiert. Ja, ansonsten gucke, bei außen rechts, Schalke Special müssen wir noch machen. Nicht unwahrscheinlich, dass er auch am Anfang der Saison unter Tedesco spielen könnte über rechts, aber das hatte ich ja eigentlich auch schon gesagt. Auch zum Reh hat mir gestern schon gesprochen, aber auch hier ist das Plus vorbei, liebe Leute. Ihr könnt ja mit kein Geld mehr machen. Das wird jetzt auch noch deutlich nach unten gehen. Und ansonsten, ja, Strobel, sie, wie gesagt, ist relativ günstig. Auch einer aus der Community hat gestern nochmal geschrieben, Moment, ist der nicht vor Benes sogar gesetzt? Selbst wenn er vor Benes gesetzt werden würde vom Trainer, glaube ich trotzdem, dass Kramer und Zakaria die Doppel-6 schmieden werden und dann dahinter Benes, Strobel und noch andere Spieler sich drum prügeln müssen. Über rechts sehr wahrscheinlich dann Janschke kommt. Aber auch da kann man sehr, sehr viele Varianten noch bedenken. Ich glaube, man hat den Ginter nicht nur geholt, dass der Innenverteidiger-Part zu Vestergaard wird, sondern in der Not könnte er auch nach rechts ausweichen. Und man hatte dann in der Innenverteidigung mit Oxford auch noch einen richtig guten Innenverteidiger. Also der Ginter-Transfer war jetzt nicht nur für die Innenverteidigungsposition gedacht. Also das ist das, was ich aus dieser ganzen Summe 17 Millionen auch rauslese. Man hat dann einfach einen flexiblen Spieler, der sogar auf der 6 spielen kann. Und das ist, glaube ich, der Grundgedanke, den Eberl da auf dem Schirm hatte. Zudem Erfahrung, Weltmeister und viele Spiele aus der Bundesliga auf dem Buckel. Ansonsten würde sich das auch nicht ja, irgendwie erklären, die ganze Summe. Ja, also Angebote haben wir heute nicht. Wir hatten ja
Williams abgegeben. Auf dem Transfermarkt könnte man auf Jung bieten, mache ich aber nicht, weil der mir nichts einbringt. Also so, der bringt mir kein Geld und ich bin in der Abwehr schon mit zwei Lückenstopfern besetzt, wenn Holtmann rübergesetzt wird. Ansonsten ist meine Aufstellung ja fix. Verletzt hat sich keiner, eher alle zurückgemeldet. Sabitzer hat schon wieder mitgespielt. Ich habe es auch im Newsticker gezeigt und Werner ist nur eine Frage Zeit, wird sich noch ein bisschen schonen, denke ich mal, für weitere Aufgaben sich dann fit halten. Ja, in diesem Sinne war es das mit dem Sonntag-Video. Wir sehen uns dann morgen wieder. Denkt dran, Dienstag, wenn ich es schaffe, dann wird es ein ganz kurzer Einsatz und auch nicht allzu lang. Dann werden wir nur ganz kurz Transfermarkt checken und so weiter. Mehr ist da wohl nicht drin. Ja, in diesem Sinne entlasse ich euch heute in den Sonntag. Genießt das schöne Wetter draußen. Guckt euch die Testspiele an, verfolgt ein bisschen die zweite Liga, wenn euch langweilig ist. Und ansonsten guckt, dass ihr aus dem Minus rauskommt. Es wird langsam Zeit. Die Angebote, die ihr bekommt, werden in der Regel nicht besser werden. Deswegen beeilt euch ein bisschen. Ich bin Gott sei Dank schon rechtzeitig raus aus dem Minus und kann mich dann mit den schönen Dingen, nämlich mit den Spekulationstrades, noch ein bisschen beschäftigen. Und ihr guckt, dass ihr aus dem Minus rauskommt. Ja, in diesem Sinne sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, euer James. Bye bye und tschüss, Reno.